Den Teller. Aha, okay. So. Ich bin live auf. Oh, das sieht, glaube ich, ganz neu aus jetzt. Könnt ihr mich hören? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ah, gut. Das sieht jetzt ganz anders aus. Gab wieder ein Update, glaube ich. Ha. Guck mal, ich habe das spiegelverkehrt gemacht. Dann kann man es so rumlesen. Weil hier ist alles spiegelverkehrt. Cool, hä? Jetzt mache ich noch hier die Seite. Dann kann ich besser schreiben, falls ich was zu schreiben habe. Und dann geht es gleich schon los. Los geht's tatsächlich. Super, jetzt sehe ich mich da. Kann ich das drehen? Ne. Settings? Nö. Na gut. Wir haben 8 Uhr. Zwei Zuschauer haben wir. Juhu, wer ist denn noch gekommen? Ach, ich. Das ist ja toll. Ich kann mir selber Smileys schicken. Schick mir mal ein Herzchen. Sehe ich das da? Ne. Noch ein Herzchen. Da! Ich schicke mir ganz viele Herzen. Toll, sieht das aus. Ach, die seht ihr gar nicht, oder? Doch. Witzig. Ein paar Daumen hoch. Juhu. Bisschen Leben. Ja. Also, wir können es ja so machen, wenn. Es gibt noch 5 Minuten Zeit und wenn dann keiner da ist, dann brechen wir es ab. Wenn es keiner wissen will, was ich zu sagen habe. Lalala, dann bin ich traurig. Oh, da kam noch jemand. Noch 4 Zuschauer. Hi. Ach, Dani. Grüß dich. Juhu, dann können wir gleich loslegen. Super. Okay. Wir warten noch gerade 2 Minuten. Vielleicht kommen noch zwei, drei, vier Leute. Dann können wir loslegen. Ach, hier sehe ich, wer dann zuschaut. Okay. Zum nächsten nach oben. Sieht wieder anders aus. Deswegen gab es gerade wieder irgendwie anscheinend Updates. Sieht ein bisschen anders aus wieder. Lalala. Shadow ist auch da. Hier. Da. Der ist immer dabei. Ach, kann ich das hier lesen? Ja, doch, geht. Ja. Liebe Grüße zurück, glaube ich, will er uns hiermit sagen. Gut. Wir fangen dann an. Hast du Zeit und Lust, Dani? Was ich dir jetzt hier zu erzählen habe. Hätte. Da kann ich auch jetzt anpinnen oder was? Aha. Okay. Dann machen wir ganz einfach einen Probelauf. Ist ja so einfach. Klaro, okay. Dann geht's los. Übrigens hat sich Tito auch hier versteckt, irgendwo auf dem Bildschirm. Wer seriert bekommt. Lieben Gruß. Und zwar fangen wir dann jetzt mal an. Heute geht es so darum, dass ich erkläre, warum, oh jetzt, der Kleine, warum eigentlich jede Diät funktioniert, aber halt nicht von Dauer ist. Und
Deswegen erzähle ich euch so meine Geschichte, wie es damals bei mir so verlief. Wenn man das auf Facebook oder in YouTube-Videos so sieht, immer wieder, dann denkt man, naja, das hat ja ein bisschen gedauert, ein paar Wochen, und dann hat der Olli das schon kapiert und dann hat er abgenommen. Aber das Ganze hat sich ja über Jahre und über etliche Fehlschläge hingezogen. Und damit dem einen oder anderen diese Odyssee erspart bleibt, habe ich mir gedacht, gut, mache ich mal ein Video darüber, weil das ist echt rausgeschmissenes Geld, rausgeschmissene Energie, die man sich wirklich sparen kann. Damals, als ich dann den Entschluss gefasst habe, abzunehmen, dass ich abnehmen möchte, habe ich natürlich anfangs jede Zeitungsdiät probiert und gemacht, die es so gibt. Ja, da gibt es ja die Brigitte-Diät, die Schlank im Schlaf, die Ananas, die 4 Kilo in 4 Tagen, und die Überschriften wurden ja immer haarreißerischer, haarsträubender. Haarreißerischer. Und natürlich habe ich das dann durchgezogen, weil ich wollte es ja unbedingt wissen. Ich wollte abnehmen, fertig, und ich bin ziemlich ein Dickkopf. Oh. Und in der Zeit, wo ich das gemacht habe, habe ich abgenommen. Das ist so. Da nimmt auch jeder ab. Und zwar liegt das daran, dass diese Zeitschriftendiäten so gnadenlos aufgebaut sind, dass sich damit jeder in einem Kaloriendefizit befindet. Egal wie groß die Person ist, wie klein, wie alt, wie dick, wie dünn, männlich, weiblich, vollkommen egal. Das passiert, oder die schreiben dann halt so eine Diät, dann hat man einen schönen Ernährungsplan für 7 Tage, 14 Tage maximal, glaube ich, in so einer Zeitung. Dann hat man pro Tag vielleicht 1000 Kalorien, die man dann aufnimmt. Man arbeitet dann so einen schönen Plan ab. Und ja, natürlich, mit 1000 Kalorien nimmt jeder ab. Und natürlich habe ich in der Zeit dann abgenommen. Und wenn ich dann besonders gut drauf war, habe ich die Diät zweimal hintereinander gemacht. Vielleicht auch ein drittes Mal. Und ich habe dann in der Zeit schon 12 Kilo abgenommen. Aber was ist dann danach? Ja, dann irgendwann hängt dir die Diät zum Hals raus. Ich kann heute noch keine Kohlsuppe essen. Ja, die ganz tolle, berühmte Kohlsuppendiät, das waren grausam. Das Problem ist halt bei so Diäten, man lernt kaum oder wenig bis zu nichts, was man im Alltag benutzen kann. Diese ganzen Diäten sind alle so alltagsfern, dass man quasi, ja, man bekommt einen Alltag aufgezwängt durch so Ernährungspläne, durch so strukturierte, dann isst du das abends und das morgens und das mittags, so und so viel. Das ist ja nicht dein Alltag. Und genau da liegt dein Problem oder das Problem. Sobald man dann wieder anfängt und man lebt wieder seinen Alltag, geht alles wieder drauf. Weil ich habe ernährungstechnisch nichts gelernt. Man ernährt sich wieder, wie man es früher gewohnt war. Und schon, was schreibt? Ah, hi Patrick. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, dann wähle ich mir die nächste Diät aus. Und wieder ging das Spiel von vorne los. Und irgendwann bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, okay, das kann so nicht weitergehen. Dann habe ich angefangen und habe mir Ernährungspläne aus dem Internet geholt, wo man dann schon, dann ging das so langsam los, das ist ja schon ein paar Jahre her, dann ging das so langsam los mit Low Carb, und dann hat man schon Ernährungspläne im Internet gefunden, wirklich über 14 Tage, über 3, 4 Wochen, die man dann geführt hat, schön nach Plan und wunderbar, man hat in der Zeit abgenommen. Natürlich, weil man auch wieder in einem Kaloriendefizit war. Nur, das Ganze hat natürlich auch wieder einen Haken.
Wenn der normale Alltag kommt, war es das und man ist wieder komplett zurück auf den Kilos. Wenn man Pech hat, hat man sogar wieder noch mehr drauf. Und da geht das Spiel von vorne los. Der nächste Schritt bei meinem Abnehmversuch war dann ein individueller Ernährungsplan erstellt von irgend so einem Trainer. Ja, das ist das Tolle dann. Die sind nicht pauschal wie diese Zeitungsdiäten, sondern die sind ja dann speziell auf dich zugeschnitten. Da wird ja dann das Gewicht genommen, die Größe, das Alter und dein Geschlecht. Und damit wird dann dein Kalorienbedarf berechnet. Und je nachdem, wie der dann aussieht, vielleicht je nach Trainerart, ob der sich da ein bisschen Mühe gibt, dann gibt der sogar dir Beispiele oder du gibst ihm Beispiele, wie so dein Alltag aussieht. Und darauf nimmt er dann Rücksicht. Und dann ist der Ernährungsplan, den du bekommst, wirklich schon sehr individuell auf dich abgestimmt. Funktioniert auch besser als diese Pauschaldiäten, die dann da in so Zeitungen sind. Aber auch da hat man viel Geld verloren für vielleicht 8 Wochen, 12 Wochen, wenn man richtig mal was hingelegt hatte. Aber auch da hat man wieder kaum was gelernt über seinen Körper, über Ernährung, über die Inhaltsstoffe. Was ist gesund? Was ist kalorienreich? Was ist kalorienarm? Was esse ich für Kohlenhydrate? Oder warum überhaupt Kohlenhydrate? Ja, man lernt nichts darüber. Und das ist das Riesenproblem bei Ernährungsplänen, bei Diätplänen. Man gibt quasi die Verantwortung einem Trainer ab oder einem Ernährungsplan, einer Zeitung und sagt, okay, ich verlasse mich hier drauf, was du mir hier so hinschreibst, was du mir gibst. Hier ist Shadow, hallo wieder. Und das funktioniert aber nicht. Ja, ihr müsst die Verantwortung für euch selbst übernehmen. Ihr müsst euch schlau machen. Was braucht euer Körper? Wie viel braucht euer Körper? Bekommt ein Gefühl für die Kaloriendichte von Lebensmitteln, für die Inhaltsstoffe. Und was macht unser Körper mit den Inhaltsstoffen überhaupt? Und dieses ganze Wissen ist unheimlich wichtig, damit das Ganze nachhaltig bleibt. Und dadurch habe ich es auch nur geschafft, dass ich mittlerweile die 30 Kilo Abnahme seitdem halte. 5 davon halt jedes Jahr immer wieder nach Weihnachten nehme ich dann ab, aber die sind jetzt auch wieder weg. Ja, und ohne Verbote, ohne irgendwas, nur weil man halt weiß, wie der Körper so funktioniert und was er braucht, vor allem. Ich habe ganz locker gemacht, auch an Fasching die Zeit war ganz easy. Da waren auch Berliner drin, wir waren essen, klopp. Einmal Burger, einmal Pizza. Das fällt einem nicht schwer. Abnehmen ist unheimlich leicht, wenn man weiß, wie es geht. Und dafür habe ich ja auch die Speggetec gegründet, die Gruppe, auch die Anleitung, wo man halt wirklich alles findet, wie ich es geschafft habe und auch wie jeder das schaffen kann. Weil es ist ganz einfach erklärt, wie sowas funktioniert. Und du bist schräg. Ja, die blöde Halterung ist ein bisschen China halt, ja. ja, und die Speggetec ist halt dafür gedacht, dass jeder dafür ein Gefühl bekommt, auch über die Challenges. Moment, ich gucke, glaube ich, lieber hier mal. Dankeschön. Ach, da kannst du sogar gefällt mir klicken. So, super. Wo war ich stehen geblieben? Ja, das ist keine Zauberei. Nur die ganzen Medien und die ganzen Zeitschriften, die dann mit so Schlagwörtern protzen und locken wollen, die dann da 5 Kilo in 5 Tagen versprechen und dass man keinen Sport und keine
keine Ahnung, was machen muss. Also nichts. Man nimmt quasi von ganz alleine ab. Man kann so leben, wie es vorher war. Man nimmt ab, nur weil man die Zeitung gekauft hat. Ja, das ist Quatsch. Und kein Trainer kann dir das abnehmen und kein Coach und kein Ernährungsberater. Ihr müsst das selber anpacken und selber umsetzen. Die ganzen Ernährungsberater, Coaches, Trainer, die können euch nur den Weg zeigen. Gehen müsst ihr den. Ja, das können wir euch nicht abnehmen. Man kann euch das Leben leichter machen, indem man halt Tipps gibt, die leicht umzusetzen sind und realistisch und man einfach Schluss macht mit Mythen und Verkomplizierungen. Oft wird sich halt um so viel ein Kummer gemacht. Ich bin ja hier noch in ein paar Facebook-Abnehmgruppen drin, so als stiller Mitleser. Da liest man ein Zeug, das ist unfassbar. Ja, dann macht man sich Gedanken um Uhrzeiten, um die Inhaltsstoffe der Lebensmittel, obwohl man noch gar keinen Schimmer hat, warum man überhaupt abnimmt oder warum mein Körper zunimmt. Da wird so oft das Pferd von hinten aufgezäumt, dass man einfach das Wesentliche vergisst, dass man seinen Bedarf kennt, ja, kennen sollte, die Kaloriendichte von Lebensmitteln so im Groben sollte man kennen. Man muss nicht alles auswendig kennen, so wie ich. Aber das kommt mit der Zeit, das Gefühl, dass man halt weiß, okay, ein Ei hat etwa 70 Kalorien und so. Ich vergleiche das gern mit Autofahren. Ja, ihr geht ja auch nicht in die Fahrschule und macht direkt die Prüfung. Ja, da würdet ihr gnadenlos durchfliegen, weil ihr keine Regel kennt. Kein Stoppschild, den Gang reinkriegt, nichts kennt ihr. Ihr setzt euch dahin, lernt die Verkehrsregeln. Ihr macht Fahrstunden, ja, eins nach dem anderen, so ein bisschen in der Stadt mal, dann mal über Land, nachher mal über Autobahnen oder Nachtfahrten, ja, wie es früher war. Ich weiß gar nicht, macht man das heute noch? Schon so lange her? Schon über 20 Jahre. Brutal. Und leider ist die heutige Ernährung so komplex und so industriell verarbeitet, dass es nun mal eigentlich leider sowas wie einen Führerschein geben muss. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel so einen Kurs, den ich anbiete, der heißt Ernährungsführerschein, weil das ist leider heute nötig. Die Industrie mischt einem da so viel Zeug rein, was unser Körper nicht kennt und was wir auch überhaupt nicht mehr aussprechen können, es sei denn irgendwie selbst herstellen können. Da müssen wir wieder hin. Wir müssen wieder hin zur Natürlichkeit, zu Ernährungsbewusstsein, zu Kalorienbewusstsein, dass wir im Groben wissen, okay, ich brauche etwa so viel. Die Lebensmittel, die wir aufnehmen, haben etwa so viel Kalorien, so viel Eiweiß davon, so viel Kohlenhydrate. So ein grob. Man muss ja nicht alles, das ganze Gesetzbuch auswendig kennen. Ja, das ist ja Quatsch. Aber das ist wie beim Autofahren. Ja, wir kommen ja von A nach B, wir kommen an, wir bauen keinen Unfall. Wenn es sogar Spaß macht, kommen noch welche andere mit im Auto. Ja, die Ernährung zählt für uns alle. Und das Wissen, was ihr mitnehmt in der Speggetech, könnt ihr für jeden anwenden. Das ist nicht speziell nur auf dich oder auf euch. Jeder kann damit abnehmen, gesund leben, bewusst leben. Das ist das Ziel. Und erspart euch das Geld für Ernährungspläne, möchte ich euch damit sagen, und für Zeitungen, die irgendwas Tolles versprechen, in ein paar kurzen Tagen so und so viel Kilo. Ihr müsst auch das Gewicht auf der Waage, das ist nicht ausschlaggebend. Da muss das Denken dann auch wieder ein bisschen umgelenkt werden, weil sich die meisten halt wirklich verrückt machen, wenn die nach einem Wochenende oder so ein Kilo mehr haben oder anderthalb.
Ja, dafür spielen zu viele Faktoren einfach mit rein, die dann sagen, jetzt wird wieder mehr auf der Waage angezeigt. Kohlenhydrate lagern Wasser ein, nicht unerheblich. Salz lagert Wasser ein. Ja, und allein, wenn man mal kohlenhydratreich und salzreich gegessen hat, das reicht schon, wenn ich bei der Pizzeria eine Salami-Pizza gegessen habe. Mit einem Nachtisch, schön Tiramisu, ja, Kohlenhydrate dabei, viel Salz, würzig. Und schon kann es locker passieren, dass man 1,5 Kilo mehr hat morgens dann auf der Waage, weil der Körper einfach Wasser eingelagert hat. Das Gefühl oder die Angst vor der Waage muss verschwinden. Man muss oder sollte sich nicht so verrückt machen. Mit dem Zwanghaften auf die Waage gehen und so. Lieber vor den Spiegel stellen, ganz realistisch. Oder mal eine Lieblingshose raussuchen, die mal vor ein paar Jahren gepasst hat. Ich passe wieder in meine alten Hosen rein, ja, von vor 15 Jahren. Ja, das funktioniert alles. Und das müsst ihr halt selbst in die Hand nehmen. Wenn ihr irgend so einen Ernährungsplan befolgt oder so eine Zeitschriftendiät, dann gebt ihr die Verantwortung ab. Ihr müsst selbst für euren Körper die Verantwortung übernehmen und selbst dafür arbeiten. Ihr müsst euch schlau machen, euch informieren. Und dann funktioniert das auch mit dem Abnehmen. Nachhaltig abnehmen. Das ist das einzigste Geheimnis. Ja? Selbst tätig werden und nicht länger irgendwie einem anderen die Verantwortung übergeben und sagen, okay, ich habe ja jetzt hier nach dem Ernährungsplan gemacht, keine Ahnung, woran es gelegen hat, nicht an mir, dass ich nicht abgenommen habe oder mein Gewicht nicht halten konnte, das muss am Ernährungsplan liegen oder an der Zeitung. Ja. Ihr alleine, auch ich damals, ich habe das Gleiche gemacht, ich habe mich auch froh geredet. Ist mein PC runtergefallen, jetzt kann ich die Kommentare nicht lesen. Moment. So. Ah ja. Ja, super, danke dir. Es freut mich ungemein, sowas zu lesen. Man hört, man kriegt schon ein bisschen Feedback, aber doch weniger, als man dann erhofft, sich wünscht. Und oftmals weiß man gar nicht, ist man jetzt so. Ist das gut? Ist das blöd? Aber freut mich wirklich zu hören. Und wenn ich einem helfen kann, freut mich das ungemein, der dann nicht den Weg gehen muss, den steinigen, wie ich das damals gemacht habe. Ich möchte nur helfen, dass ihr da von verschont bleibt. Ja, die sind echt krass, die Gruppen. Da sieht man heute noch, ich bin noch drin in zwei, drei Gruppen. Und die Leute wissen nichts mehr über Ernährung. Gar nichts mehr. Es war bei mir genauso, ja. Ich darf mich da nicht vorschreiben. Ich bin ja jetzt da so ein alter Hase schon und sehr weit in der Materie drin, aber das war bei mir damals auch. Ich habe auch jeden Scheiß geglaubt. Dankeschön, Dani. Gefällt mir. Oh, man kann sogar. Ein ah, da. Super. Ja, setzt euch einfach wieder mehr mit Ernährung auseinander, mit dem, was euer Körper braucht. Und ich helfe euch dabei gerne. Das ist für mich ein Hobby, eine Leidenschaft. Ich verdiene da keinen Cent mit. Ich mache das, ja, wie Spider-Man schon gesagt hat, aus großer Macht kommt große Verantwortung. Und wer halt viel Wissen hat, soll es auch gefälligst weitergeben. Und so mache ich das. Hi Sonja. Wir sind leider gleich schon durch. Beantworte noch ein paar Fragen, wenn ihr wollt. Aber das Grobe ist so erzählt. Ich werde natürlich den Livestream. Kann man den speichern? Ich glaube schon, ne? Wieso bin ich denn traurig? Nein, so. Ich glaube, den kann man speichern und den lasse ich dann auch online. Irgendwie gucke ich, dass ich den sogar in die Sperrgepäck reinsetzen nochmal, wenn das irgendwie gehen sollte, mache ich das natürlich.
Ja, habt ihr noch Fragen sonst zum Thema Diäten und warum es funktioniert und warum das nicht anhaltend ist? Salzsack muss ich schon länger durch die Uhr trainieren. Okay. Salzarm ist gut, ist wichtig, sorgt für, wir essen halt auch leider heute viel zu salzig, was halt zu Wassereinlagerung führt, zu Bluthochdruck und bestimmt noch so ein paar andere Sachen, die ich aber jetzt gerade aus dem Stegreif nicht so weiß. Man sagt so, ich glaube 5 Gramm am Tag und wo halt unheimlich viel Salz versteckt ist, sind so wieder mal Fertigwaren. Ja, auch da Salz in Wurst, in Schinken, Pizza. Auch da kann man wieder nur sagen, naturbelassener, wieder in die Richtung, wie hat unsere Omi gekocht damals früher. Ja, heute heißt es Clean Eating. Früher würde man es nennen, hätte man es genannt, Essen wie bei Oma. Ja, einfach wieder zurück zur Natürlichkeit, auch mit der verarbeiteten Wurst zum Beispiel. Die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind wichtig, sind ja unser Kraftstoff, unser Benzin, unser Sprit, dass wir leistungsstark sind über den Tag verteilt. Deswegen macht Low Carb gar nicht so einen Sinn. Natürlich sollte man weniger essen, als man es früher gemacht hat, weil man es einfach übertrieben hat oder die Industrie übertreibt es natürlich wieder auch, wie so immer. Ha, ja super. Dörrautomat. Wir haben Thermomix geschenkt bekommen und damit machen wir auch die Brühe selbst, die Gemüsebrühe und das ist echt eine feine Sache. Man sollte wirklich, was toll wäre, natürlich wünschenswert, wenn man die Ernährung wieder so als eine Art Hobby sieht oder als eine Art, ja, Beschäftigung, mit der man sich gerne umgibt. Das macht das Ganze wesentlich leichter dann, wenn man sich halt, wie du sagst, hier eine eigene Gemüsebrühe macht oder so. Eine Wertschätzung wieder Richtung, okay, ich bedanke mich mit gesunder Ernährung, mit ausgeglichener Ernährung bei meinem Körper, dass ich in ihm gesund leben darf. Ja? Eine gewisse Wertschätzung einfach nochmal muss stattfinden heutzutage. Nudeln. Versuch doch mal den Kleinen die Vollkornnudeln und dazu jubeln. Ja. Die meisten Vollkornnudeln beim Aldi und so kosten geringfügig nur mehr und schmecken echt, ich finde es super. Und ich behaupte mal, nach 2, 3 Malen schmecken die Kinder das nicht mehr. Man kann ja vorher 50-50 machen, ja, einfach Spaghetti, halb normal, halb Vollkorn, die einfach vermengen. Dann vermischt sich schon mal der Geschmack. Und dann beim nächsten Mal immer mehr einschleichen, dass die umsteigen auf Vollkorn. Weil wir leben ja auch als Eltern oder als Tagesmutter, leben wir ja den Kindern auch was vor. Und wenn wir uns schon gesund ernähren, dann übernehmen das die Kinder. Das ist so. Dinkelnudeln. Ja, gell? Ist eine feine Sache. Total super. Dinkel ist halt tipptopp. Auch das reine Dinkel, es muss kein Vollkorn sein. Selbst das ist schon wesentlich besser als das weiße Mehl. Ja, super. Ach, das kann man auch selber machen. Paprikapulver aus roter. Ach was, okay. Ho, das ist echt cool. Soweit sind wir noch nicht. Wir machen immer nur so Pasten und ja, viel mit so Aufstrichen und so machen wir selbst. Super. Gut. Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt Schluss. Ich glaube, wir sind soweit durch. Wir haben halb auf meiner Uhr. Wir können gerne einmal im Monat sowas wiederholen oder eine Frage- und Antwortstunde, halbe Stunde. Ich kann ja mal in die Speckgetech eine Umfrage starten, ob sowas denn ankäme. Ja, wenn wir ein paar Leute zusammenbekommen. Kann man hier durchaus mal überlegen, dass wir hier das sowas öfters machen.
Hätte ich echt Bock drauf. Ha, okay. Das ist ja super. Du, dann werde ich dich nochmal anschreiben, Dani, wie du dann und die Temperatur und so. Und wenn das dann okay ist, würde ich das dann auch in der Gruppe teilen. Weil das interessiert mich wirklich. Ja, abgefahren. Ja, super, Sonja. Das freut mich. Wenn wir ein paar Leute zusammenkriegen, wäre echt eine coole Sache. Und wir können ja das dann auch so machen, dass wir, damit wir was zu schwätzen haben, einfach so ein Wochen- oder Monatsthema uns raussuchen, wo wir dann ein bisschen drüber reden und dann kann man ein Frage-Antwort-Spiel dazu machen. Ja, hat das richtig aus. Richtig aus, Dani. Tito, kannst du hier selber? Der sitzt dir da. Da. Oh, der sieht man kaum, oder? Seht ihr den? Da ist Tito. Hallo. Der ist dabei. Shadow ist schon auf der Couch. Da gehe ich jetzt auch rüber. Okay, Dani, ich schreibe dich dann, denke ich mal, morgen an. Heute passiert nicht mehr viel bei mir. Und ja, ich werde dann die nächsten Tage meine Umfrage starten, ob da Bedarf besteht. Sehr gut. Super. Und dann können wir das gerne machen. Ich hoffe, euch hat das hier so gefallen. Gebt mir mal auch ruhig ein Feedback. Wenn ihr sagt, okay, könnt mich ja auch extra anschreiben, deswegen ist gar kein Ding. Ob ich was ändern soll, ob ich mich anders hinsetzen soll, ob ich anders reden soll, ob das so okay ist, einfach. Dann können wir schauen, dann nächstes Mal, dass wir das entsprechend ändern, dass ihr euch auch da wohlfühlt bei mir. Okay, das war's für heute, ihr Lieben. Wir überziehen schon. Die Couch wartet bei mir. Hi, grüß dich. Super, das freut mich. Okay, dann ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen uns morgen oder wir schreiben, lesen uns, sagt man das so? Wir lesen uns morgen früh in der Gruppe. Oh ja. Und dann gibt es die nächste Challenge. Muss mir noch ausdenken, was für eine. Seid überrascht. Heute, die war ja, ist eine Wochenchallenge mit ein bisschen Fisch einbauen, fetten Seefisch in die Ernährung. Die sollte grundsätzlich einmal die Woche, sollte da fetter Fisch dabei sein. Okay, dann bin ich mal weg. Ich verabscheue mich. Dankeschön, ihr Lieben. Danke, Sonja, dir auch. Nathalie, tschüss, macht es gut. Ciao, ciao.